Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijablovers, herzlich willkommen zu einem weiteren Fashion Try-On Shein Haul. Ich freue mich, euch die Sachen zu zeigen, ich freue mich, die Sachen auszupacken. Teilweise habe ich schon reingeglupscht, teilweise nicht. Deswegen freue ich mich selber auf das Video mega. Nehmt euch was Leckeres zum Trinken, was Warmes, Angenehmes und lehnt euch zurück und genießt eure Me-Time, die ich jetzt gerade auch mit euch zusammen genieße. Der Papa hat die Kleine und jetzt habe ich meine Me-Time, meine Mama, freie Zeit sozusagen. Ich hätte liegen können, ich hätte am Handy surfen können, aber wisst ihr was? Ich dachte mir, ich gönne mir mal was, was mir richtig Spaß macht, und zwar meine Zeit mit euch. Ja, starten wir direkt mit dem Haul. Ihr merkt, ich bin nicht wirklich frisch geschminkt fürs Video. Das ist die Schminke von heute Morgen. Wir hatten heute die U3-Untersuchung, also wir waren das erste Mal beim Kinderarzt. Und ja, ich habe extra meinen Lippenstift nicht nachgezogen. Bleibt dran, da gibt es nämlich ein dieses Mal auch Shiglam-Produkte. Sorry Leute, beim letzten Video habe ich euch einen Code genannt, weil es nicht mehr gültig war. Ab 2024 haben wir nämlich jetzt einen neuen Code. Sich mit Hijab24 könnt ihr auf alles, auf alle Produkte, die ich euch hier im Video zeige, hier aber auch auf der Online-Seite, auf alles könnt ihr 20% sparen. Viel Spaß beim Nachshoppen. Zwei Winterjacken, die halten mega warm, Leute. Die sind super, super lang. Die hatte ich schon an. Schaut mal. Also super Maxi, so schöne Farbe, super kuschelig, liebe die Farbe. Kostet nur 40 Euro plus die 20%. Leute, also falls ihr noch friert und was für den Winter braucht, was Warmes. Oder was sagt ihr hierzu? Auch eine richtig schöne Farbe. Ich liebe es, dass ich nicht nur schwarz besitze oder schwarz-grau. Ich liebe meine Winterjacken. Der ist etwas minimal schicker geschnitten, sage ich so, wegen dem Kragen. Könnt ihr das so sehen? Genau das gleiche Prinzip eigentlich. Super lang, Bomberjacke, eine schöne Farbe. Und diese Jacke hat auch hier noch schöne schwarze Knöpfe, Tasche und wie bei dem ersten auch das hier. Ich habe beide in der Größe 38 mitgenommen. Und hierbei handelt es sich um Produkte, die ich noch nicht ausgepackt habe. Das machen wir jetzt zusammen. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Animal Print ist wieder in und ich mochte das immer. Zebra-Look und alles. Und ich mag die Kombination mit knalligen Farben. Also, hier habe ich ein Pulli. Wow. Wow. Super schön cozy, Leute. Super kuschelig. Wow. Der gefällt mir extrem von der Qualität. Kostet 32 Euro. Könnt ihr das sehen, wie kuschelig das ist? Und ich mag das auch, wie schön weit geschnitten der Pulli ist. Das gleiche Prinzip, aber farblich komplett unterschiedlich. Hier war das so eher etwas grob und hier ein bisschen feiner und eher so ein grün-beige-Ton. Leute, über das ich es liebe. Ich freue mich, das zu kombinieren. Aber kann man auch als Pulli einfach separat benutzen. Hat auch eine Kapuze. Wow, was ist das, Leute? Was ist das für ein schönes Material? Wow. Schade, dass man das nicht so mitgeben kann und ihr das nicht so genau sehen könnt. Aber ich weiß nicht, ob man das merken kann. Es ist super, super kuschelig, wie bei dem anderen. Super schön kuschelig. Ich mag das, dass das hier auch eine Kapuze hat. Schön lang, kann man auch mit einer Hose kombinieren. Das andere, was ich euch eben gezeigt habe, würde ich nicht mit einer Hose kombinieren, sondern eher mit einem Rock. Das hier würde ich aber mit einer Hose kombinieren. Und vielleicht offen tragen, teilweise, teilweise nicht, habe ich in der Größe M. Den haben die auch in dieser Farbe. Also, ich wusste nicht, dass der hier bedruckt ist. Das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir sogar gar nicht. An den werde ich höchstwahrscheinlich nicht tragen. Ich weiß auch gar nicht, was da drauf stehen soll. Gefällt mir nicht. Schade. Maxi-Kleid, ein Strick-Maxi-Kleid in grün-beige. Schade, der hat hier so Öffnungen. Aber naja, dann ziehe ich darunter einfach Strumpfhose an. Ist ja eh für den Winter geeignet. Der riecht ehrlich gesagt unangenehm. Leute, der kostet nur 16 Euro. Dann müsst ihr noch minus meine 20% rechnen. Fast geschenkt. Super enttäuscht, Leute. Der ist so ein Stück zu kurz. Das ist so eine Midi-Länge. Habe ich gar nicht beim Auspacken gemerkt, aber ja, ich mag diese Länge überhaupt gar nicht. Darauf bin ich echt gespannt, wie es jetzt bei mir aussieht, getragen. Kostet nämlich nur 20 Euro, ist ein Zweiteiler. Auch hierbei fühlt sich das sehr schön an. Also, das ist ein Maxi-Kleid. Das sieht schön lang aus.
eher so figurbetont und ja, eng geschnitten. Leider auch mit einer Öffnung hinten, was aber nicht schlimm ist, weil man genau darüber ein Oversize, wow, Cardigan hat. Also die Öffnung hinten von dem Maxi-Kleid ist einfach nur gut sogar. Da kann man gut gehen und ist nicht zu eng. Aber Leute, wow. Und die Knöpfe, schaut mal. Wow, Leute, den haben wir auch in drei weiteren Farben. Einmal in Grau, Hellgrau, Khaki und Schwarz. Und Khaki werde ich definitiv bestellen, bevor ihr den leer kauft. Schaut mal, der ist richtig schön. Habe ich auch in der Größe 38. Für 15 Euro habe ich eine Winterhose. Eine Hose, die man nur im Winter anziehen kann, weil das hier sehr schön aus Filz ist. Uff, sieht die schön aus. Schaut mal, meliert, beige-grau. Sieht schön gerade geschnitten aus. Aber es könnte sein, dass mir der noch zu eng ist und für meine Größe minimal zu lang ist. Müsste ich mal anprobieren und genauer anschauen, anprobieren und euch dementsprechend ein Feedback geben. Die Hose, Leute, die gefällt mir extrem. Die ist super bequem vom Stoff. Extrem schön winterlich. Der geht, den kann ich hier aber vorne noch nicht so ganz zu machen. Aber bald wird der klappen. Das ist wirklich nur so ein Stück. Ich liebe die Länge und die Farbe. Für 17 Euro habe ich noch einen Zweiteiler, aber dieses Mal ein Rock-Zweiteiler und welches nicht für den Winter geeignet ist. Also nicht nur. Könnte ich das jetzt anziehen? Vielleicht, wenn ich was darunter schön kombiniere. Ah, Leute, schön lang. Es ist bei mir immer das Problem. Manchmal sieht das auf den Bildern so aus, als ob das ein Maxi-Rock ist oder ein Maxi-Kleid ist und dann kommt es an und dann ist das, obwohl ich klein bin, so Midi-Länge und ich hasse diese Midi-Länge. Und ja, hier ist das nicht der Fall und schön lang. Und ich mag das, dass man das nicht bügeln muss und dass das blickdicht ist. Und die Farbe gefällt mir. Und es ist hier dehnbar. Leute, ihr merkt, mir gefällt schon einiges. Und wow, die Bluse, die darüber ist, kann man auch separat mit einer Hose oder so kombinieren. Ich liebe diesen Zweiteiler. Ich kann mir schon jetzt gut vorstellen, dass ich den oft tragen werde, weil er auch schön hauchdünn ist, auch im Sommer. Und dann kommen wir zu dem zweiten Part sozusagen, Krimskrams und ja, Accessoire und Kosmetik. Ich habe mir diese Baklava, ich nenne die einfach jetzt Baklava, aber die heißen Bakalava, blablabla, geholt. Leider zu spät. Ich finde, hätte ich den im Schneewetter, wäre das richtig schön gewesen. Vielleicht schneit es ja noch. Zwar denke ich nicht, aber egal, dann habe ich nächstes Jahr was davon. Hier. Die hier, aber die sind super günstig, Leute. Da lohnt sich das nicht mal zu Primark dafür, weil die hier einfach günstiger sind. Diese Kopfbedeckung, nenne ich mal so, finde ich als Kopftuchersatz oder über dem Kopftuch sehr schön. Also man könnte darunter trotzdem Bonner anziehen, also Unterkopftuch und dann das hier schön warm. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Winterurlaub, warum nicht? Ich habe das in anderen Farben noch geholt. Nicht das gleiche Modell, aber wieder ein Baklava in dieser Farbe. Wow, ich glaube, diese Farbe wird mir stehen. In dieser Farbe wird es einfach farblich mit meinen Jacken harmonieren. Also schaut mal. Und dann habe ich aber auch eins mitgenommen, was extraordinär ist. Das hier. Schaut mal. Ist das nicht... Okay. Also das sieht so aus, als ob mein Kopf hier drin nicht wirklich viel Platz hat, aber schaut mal, ich mochte das einfach mit den Farben und dass das so handmade aussieht. Wow, oder? Aber die Öffnung. Ein Schal in dieser schönen, süßen Pinkfarbe. Rosa. Wow, der ist richtig süß. Oh, der sieht auch mit Weiß sehr schön aus. Sag mal, das. Oder das. Kann man hier an der Mitte, kann man hier mittig verstellen. Ist so ein schöner Braunton. Ich nehme euch mal jetzt näher. Fokussiert bitte, genau. Ich habe einige schöne Skiglam-Produkte. Ich hatte schon einiges von der Skiglam-Reihe probiert. Und ich habe alles, was ich von dort habe, gemocht. Deswegen freue ich mich extrem hier drauf, die Lippenprodukte mal auspacken.
Da werde ich nur eins testen können und deswegen habe ich meinen Lippenstift auch heute gar nicht nachgezogen. Ich hätte es, glaube ich, vor dem Video machen sollen oder am Anfang des Videos und dann nicht so einen Halblippenstift drauf haben. Also, das ist hier ein Lip-Tint. Also öffnen wir mal direkt softly. Das ist so ein bärtiger Ton. Das sind die vier Farben. Okay, man erkennt definitiv einen Unterschied. Das ist die hellste Farbe, dann wird es immer dunkler. Also wir testen das hier und zwar Good Habits. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. Man braucht gar nicht so viel. Also es sieht nicht viel aus. Man kann es als Gloss benutzen und sobald man das abwischt, hat man trotzdem noch so ein Tint, also Lip-Tint, wisst ihr? Es sieht noch natürlich aus. Ich finde die Farben sehr schön und ich könnte das noch mehr abwischen und es würde trotzdem so ein Hauch Farbe auf meinen Lippen bleiben. Das fand ich sehr schön, also sehr alltäglich. Aber mir gefällt es. Also ich wusste, dass das mir gefällt. Habe ich auf TikTok gesehen. TikTok, let me buy it. Also zwei interessante Sachen, die ich euch am Ende zeige. Also interessant. Und zwar habe ich einmal ein Sommersprossen-Ding gekauft. Ich weiß, einige werden mich haten dafür. Ich liebe seit meiner Kindheit schon Grübchen, Leute, ja. Und ich liebe Grübchen. Und damals, als Jugendliche, habe ich mir sogar gedacht, überlegt, ob ich mir, ja, ob ich mich operieren soll. Weil ich liebe zwei Grübchen, ja. Zwei hier an der Seite. Und ihr Leute, also falls du Grübchen hast, dann bist du gesegnet und sei stolz und glücklich darauf. Ich liebe, liebe, liebe es. Also ich finde, das steht jedem. Also ich habe noch niemanden mit Grübchen gesehen, dem das nicht stand. Ich hätte es für meine Tochter extrem gewünscht, aber naja, Papa hat keine Grübchen, Mama hat keine. Und ja, deswegen ist ja klar. Langer Text, kurzer Sinn. Ich liebe Grübchen, hätte damals sogar eine Operation in Erwägung gebracht, aber mittlerweile nicht. Leute, wir sind so schön, wie wir sind, aber falls wir was ändern können, ohne operiert zu werden, warum nicht? Das sind eigentlich super crazy, aber naja, don't judge me, please. Leute, hier so solche Dinger, also Ringe, die man dann irgendwie hier so reinsteckt und über den Tag, das ist einfach crazy, über den Tag so zwei Perlen sozusagen an die Wange drückt und in der Hoffnung, dass man dort für immer diese Druckstelle als Grübchen hat, als Grübchenersatz. Crazy, ich wollte testen, warum nicht? Ja, Mädels, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt eure Me-Time genossen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, eure Hijab-Flaws.